Der US-Dollar gerät als Weltleitwährung immer weiter unter Druck. Erwartet uns nun der baldige Dollarkollaps? Guten Abend, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zum heutigen Medienkommentar. Russlands Präsident Putin hat sich entschlossen, infolge der vom Westen orchestrierten Ukraine-Krise und der Sanktionen gegen Russland seine Öl- und Gasgeschäfte anstatt in US-Dollar zukünftig in Euro bzw. sogar in Rubel abzurechnen. Das aber ist erst der Anfang. Russland, China und der Iran verhandeln offenbar darüber, ihren bilateralen Handel, insbesondere den Rohstoffhandel, in ihrer eigenen Währung abzuwickeln. Die Planungen sehen es also vor, den US-Dollar als Zahlungsmittel nicht mehr zu akzeptieren. Die Weltwährung zu kontrollieren, ist ein exorbitantes, das meint ein außerordentliches Privileg, wie es Charles de Gaulle einst nannte. Deshalb sagte auch US-Vizefinanzminister John Connolly 1971, der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Warum wurde der US-Dollar eine Weltleitwährung? Ganz einfach, weil jedes Land viele Dollars benötigt. Und das seit mehr als 60 Jahren. Der Aufstieg zur Weltwährung begann mit den Abkommen von Bretton Woods. In dem kleinen US-Ort trafen sich im Jahre 1944 die Finanzminister und Notenbanker von 44 Staaten, um die Nachkriegsordnung für die Finanzwelt zu besprechen. Die beiden Weltkriege hatten vor allem in den europäischen Ländern gewaltige Summen verschlungen. Viele Staaten waren kaum mehr zahlungsfähig. Die USA waren dagegen zur Weltmacht aufgestiegen. In Bretton Woods wurden nun alle Wechselkurse am amerikanischen Dollar festgemacht und der US-Dollar wurde durch Goldhinterlegung gedeckt. Als nun die japanische sowie die europäische, allem voran die deutsche Wirtschaft wieder boomte und die Golddeckung 1971 aufgehoben wurde, ließ die Nachfrage nach dem unsicher gewordenen US-Dollar massiv nach. Deshalb griffen die US-Amerikaner zu einem Trick. Man vereinbarte mit der OPEC, also den führenden Erdölproduzenten, dass das Erdöl nur noch in Dollar fakturiert werden darf. Und schon hatte man wieder eine künstliche Nachfrage nach dem US-Dollar geschaffen. Denn das bedeutete praktisch, niemand auf dieser Welt konnte Erdöl in seiner eigenen Währung bezahlen, sondern er musste immer erst US-Dollar kaufen, um damit zu bezahlen. So wurde auch der Begriff Petrodollar kreiert. Damit konnte die USA weltweit ihre Währung immer als Ware verkaufen. Ein gigantisches Geschäft. Dieser Mechanismus hat es Amerika ermöglicht, die weltweit führende Militär- und Unterdrückungsmacht zu werden, obwohl es in der ganzen Welt verschuldet ist. Da ist es nicht verwunderlich, dass der russische Präsident Putin bei einer Konferenz 2012 meinte, dass das Petrodollar-Finanzsystem wie ein Parasit an den anderen Staaten hängt und diese aussaugt. Wann immer in der Vergangenheit einzelne Länder aus diesem Zwang ausscherten, wurden sie von den Amerikanern zur Ordnung gerufen und wenn nötig, wie es ein hoher US-General einmal beschrieb, zurück in die Steinzeit gebombt. Zu diesen traurigen Höhepunkten gehören der Irak mit Saddam Hussein und Libyen mit Gaddafi. Jetzt gilt es zu beobachten, ob Amerika, Russland, aber auch China zur Raison rufen kann, und wenn hierzu nötig abermals ein Krieg vom Zaun gebrochen wird, oder aber, ob Amerika zähneknirschend seine Vormachtstellung und seine künstliche Dollarnachfrage preisgeben muss. Die Russen jedenfalls möchten ihr Öl nicht mehr gegen US-Dollar verkaufen. Sie wollen in ihrer eigenen Währung, also in Rubel, bezahlt werden. Und damit ist zumindest beim russischen Öl- und Gasgeschäft Amerikas Vormachtstellung gebrochen. Dass Russland, aber auch China jetzt bereit sind, Amerika die Stirn zu bieten, hat sich beim Syrien-Konflikt, aber auch beim Ukraine-Umsturz gezeigt.
Amerika muss sich auf eine Verschiebung der Machtverhältnisse einstellen. Ob das allerdings friedlich vonstatten geht, darf zumindest bezweifelt werden. Doch bieten wir dieser Macht weiter die Stirn durch Aufklärung. Darum schauen Sie auch morgen wieder bei Klagemauer TV rein und verbreiten Sie diese Nachrichten. Auf Wiedersehen und bis morgen. In der modernen Welt können Staaten alles Mögliche machen, aber das Wichtigste können sie erstaunlicherweise nicht machen, nämlich ihr eigenes Geld drucken. Komischerweise ist heutzutage nicht ein Staat in der Lage, Geld zu drucken. Allerdings können sie Schuldverschreibungen, also Staatsanleihen, herausgeben, aber Geld nicht. Gleich verstehen Sie warum. Wie geht die Emission von Dollars vor sich? Die Vereinigten Staaten von Amerika sagen der Zentralbank, dem Federal Reserve System, dass sie Geld brauchen. Zum Beispiel für die Deckung des Haushaltsdefizits mit eben diesen 500 Milliarden US-Dollar. Die Fed drückt einen Knopf am Computer und die USA haben 500 Milliarden US-Dollar. Also, sie werden einfach erschaffen. Wie bei einem Zauberer. Einmal mit dem Stab gewedelt und 500 Milliarden sind da. Doch sie sind nicht in Papierform erschienen. Sie sind in Form von Nullen im Computer erschienen. Und so überwies die Fed den USA 500 Milliarden US-Dollar. Die USA haben also wieder Geld und sie fangen an, es für irgendwelche Unterstützungen für demokratische Staaten, neue Militärprogramme und so weiter und so fort auszugeben. Da es im Kapitalismus aber nichts umsonst gibt, gibt die USA der Fed im Gegenzug Anleihen im Wert von 500 Milliarden US-Dollar. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich deutlich machen wollte. Der Staat selbst kann kein Geld schöpfen. Er kann es sich nur bei seiner Zentralbank leihen, und das gegen Zinsen. Also, 500 Milliarden hat man erhalten. Dafür gab man Wertpapiere und muss nach einiger Zeit etwas mehr zurückzahlen. Auf was sollte man noch achten? Sehen Sie, wenn ein Staat kein Geld schöpfen kann und es bei einer privaten Organisation leihen muss, woher holt der Staat dann das Geld, um die Zinsen zurückzuzahlen? Nur eben bei dieser privaten Organisation, die das Geld erzeugt, denn sonst hat niemand das Recht dazu. Demnach muss man, um die Schulden zu bezahlen, neue Schulden aufnehmen. Und um die Zinseszinsen zu bezahlen, muss man wieder Schulden aufnehmen. Das ist ein Umstand, der es unmöglich macht, die Schulden abzubezahlen. Prinzipiell unmöglich, denn um sie zurückzubezahlen, muss man neue Schulden machen. Dieses Schuldensystem, in dem sich alle entwickelten Länder befinden, wird sich nur vergrößern und niemals verkleinern. Und jetzt fragen Sie sich Folgendes. Die USA schulden 15 Billionen US-Dollar, Italien 2 Billionen Euro, Griechenland schuldet eine bestimmte Summe Geld, Deutschland, Frankreich. Aber wem schulden sie Geld? Wem schulden sie dieses Geld? Sie schulden denen Geld, die das Geld erzeugen, also den Zentralbanken und den unbekannten Bankern, die hinter dem System stehen. Das heutige Finanzsystem, in dem Geld aus Luft erschaffen wird, ist fehlerhaft. Es widerspricht den Gesetzen der Physik, denn, Sie haben von Physik wahrscheinlich mehr Ahnung als ich, aus nichts kann nicht etwas entstehen. Es gibt verschiedene Arten von Energieumwandlung, aber sie kann nicht aus dem Nichts entstehen. Und die Amerikaner schöpfen ihr Geld und ihren Reichtum aus dem Nichts. Deswegen sind im momentanen finanziellen Gefüge sehr große Probleme entstanden. Geld regiert die Welt. Wer aber eigentlich regiert das Geld? Jeder strebt nach Geld, geht dafür arbeiten, möchte es erlangen und besitzen. Ein großer Teil unseres Lebens dreht sich um Geld. Aber nur ein eingeweihter Kreis weiß, wie Geld entsteht. Wussten Sie, dass jeder Geldschuld ein entsprechendes Geldguthaben in gleicher Höhe gegenübersteht? Beispielsweise hatte laut Bundesverwaltung im Jahre 2011 jeder Einwohner der Schweiz ca. 30.000 Schweizer Franken öffentliche Schulden. Das bedeutet, Bund, Kantone, Gemeinden und Sozialkassen haben insgesamt 427 Milliarden Schweizer Franken Schulden. Für diese Schulden müssen Sie als Bürger
und daher kommt das Wort Bürger, bürgen. Sie sind also indirekt der Schuldner und somit verantwortlich für die Rückzahlung und vor allem für die Zinszahlung. Zinsen zahlen Sie über Steuern, Abgaben, Gebühren, Strafzinsen, Mahngebühren und auch Bußen. Wussten Sie, dass Sie für jede Ware, die Sie kaufen, indirekt Zinsen bezahlen? Denn der jeweilige Hersteller überträgt seine eigenen Zinskosten, resultierend aus seinen Betriebsschulden, die er bei der Bank hat, auf den Preis. Der Zinsanteil zum Beispiel in Deutschland beträgt bei der Müllabfuhr 12%, bei der Stromerzeugung 38% und beim sozialen Wohnungsbau nahezu 80%. Wussten Sie zum Beispiel, dass Deutschland 25% seiner Steuereinnahmen für Zinszahlungen der vorangegangenen Kredite aufwenden muss? Sie merken also, Kredit und die daraus erfolgende Zinsbelastung tangiert Ihr Leben viel mehr, als Sie es sich bewusst waren. Auch wenn Sie persönlich gar keinen Kredit aufgenommen haben. Nun weitere wichtige Aspekte übers Geld. Die landläufige Meinung sagt, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Die Wahrheit ist, Geld arbeitet nicht. Arbeiten können nur Menschen und Maschinen. Alle Macht geht vom Volk aus. Die Wahrheit ist, de facto geht alle Macht vom Geld aus. Geld wird vom Staat einfach gedruckt und beliebig erzeugt. Die Wahrheit ist, nur 2% des sich im Umlauf befindlichen Geldes sind vom Staat geschaffene Münzen und Noten. Wie kommen die restlichen 98% des Geldes zustande? Die Antwort: Geld kommt nur und das ausnahmslos über Kredite zustande. Das bedeutet, die Banken lassen über die jeweiligen Noten und Nationalbanken Geld entstehen, indem sie Kredite an Staaten, Privatpersonen und Firmen gewähren. Und dieses Geld verschwindet wieder, wenn der Kredit zurückbezahlt wurde. Die Praxis zeigt aber, dass Kredite in den wenigsten Fällen zurückbezahlt werden. Denken Sie an die Hypotheken in der Schweiz. Die erste Hypothek wird in der Regel nicht zurückbezahlt. Denken Sie an Staatsschulden. Auch diese werden nicht zurückbezahlt, sondern ein neuer, höherer Kredit wird aufgenommen, um den alten Kredit oft sogar noch mit aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. Wenn ein Staat also mehr Geld braucht, man nennt das auch Neuverschuldung, leiht er sich das Geld bei der Bank gegen Zinsen. Die Zinsen aber zahlen, wie eingangs erwähnt, Sie. Unser Finanzsystem erlaubt es den Banken, nahezu unbegrenzt Kredite zu vergeben. Man nennt dies ein fraktionelles Kreditsystem. Die Fraktion zur Kreditvergabe ist Ihre Einlage oder Ihre verpfändete Sicherheit bei der Bank. Aufgrund dieser Ihrer Einlage oder Verpfändung kann die Bank bei der jeweiligen Noten- oder Nationalbank das bis zu 9-fache an neuem Kredit schöpfen und gegen Zinsen verleihen. Man nennt diese leistungslose Kreditschöpfung auch Fiat Money. Es werde Geld. Und zwar aus nichts. Das bewirkt aber, dass die Geldmenge sich mehr und mehr von der Realwirtschaft abkoppelt und irgendwann den Zusammenbruch des Systems verursacht. Diesen Zusammenbruch versucht man momentan, zum Beispiel in Griechenland, mit allen Mitteln aufzuhalten. Hunderte von Milliarden wurden in den letzten Monaten nach Griechenland gepumpt, um Griechenland zu retten. Wissen Sie, wo all dieses Geld angekommen ist? Es wurde gleichtags zurücküberwiesen an die Gläubigerbanken, die Griechenland in guten Zeiten Geld geliehen hatten. Die Bevölkerung hat von diesem Geld gar nichts gesehen. Ihnen geht es viel schlechter als vor der Krise. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Löhne, Gehälter, Renten wurden bis zu 30% gekürzt. Mütter verkaufen ihre Kinder, da sie sie nicht mehr ernähren können. Väter begehen Selbstmord, weil sie ihre Familien nicht mehr durchbringen. Junge Leute verlassen das Land, weil bereits 50% aller Jugendlichen arbeitslos sind. Niemand hat mehr Geld zum Konsumieren, obwohl Hunderte von Milliarden nach Griechenland geflossen sind. Dies zeigt uns eines. Wenn Kredite über neue Kredite zurückbezahlt werden, ist es das gleiche, wie wenn ich einen Hausbrand mit Benzin lösche
da ja die zurückzubezahlende Kreditsumme weiter steigt und die Zinszahlungsbelastung für die Bevölkerung unerträglich wird. Die Frage stellt sich nun, wer profitiert eigentlich von diesen immensen Zinszahlungen? Wussten Sie, dass ein bekannter amerikanischer Journalist namens William Dean A. Garner, der auch für die New York Times schreibt, in jahrelanger Recherche herausfand, dass fast alle National- und Notenbanken, auch die Schweizer Nationalbank, von einer einzigen privaten Familie kontrolliert werden? Wussten Sie, dass die größte Notenbank der Welt, die Federal Reserve Bank, ein unabhängiges, unkontrolliertes Unternehmen ist, welches 8 Privatfamilien gehört? Wussten Sie, dass bei diesen Familien nahezu alle Geldvermögen dieser Welt deponiert sind? Wussten Sie, dass ein großer Teil aller Zinszahlungen dieser Welt bei diesen Familien ankommen? Der Milliardär Bill Gates erscheint wie ein Almosenempfänger gegen den Reichtum dieser Leute, die Präsidenten ein- und absetzen, Kriege anzetteln, Umstürze finanzieren, von wegen Geld regiert die Welt und dabei aber immer im Hintergrund bleiben. Wenn sich das so verhält, wer hat versucht, die Dominanz dieser regierenden Familien zu durchbrechen? In der Executive Order Nummer 11110 beschloss ein amerikanischer Präsident namens John F. Kennedy, der Federal Reserve Bank das Recht zu nehmen, Geld aus nichts zu kreieren. Er wollte die Kreditschöpfung zurück in staatliche Hand bringen. Er bezahlte diesen Versuch mit seinem Leben. Der nachfolgende Präsident Lyndon B. Johnson hob nach seiner Amtseinführung diesen Erlass sofort wieder auf. Es gab und gibt auch Noten- und Nationalbanken, die sich weigern, von diesen Familien kontrolliert zu werden. Hierzu ein Zitat aus der amerikanischen freien Presse. Einige Aufklärer heben hervor, dass der Iran eines von 3 verbliebenen Ländern ist, deren Zentralbank nicht unter der Kontrolle der Familie Rothschild ist. Vor dem 11. September 2001 gab es nachgewiesenermaßen 7 unabhängige Notenbanken. Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea und Iran. Im Jahr 2003 jedoch wurden Afghanistan und Irak von der Rothschild-Familie geschluckt und im Jahr 2011 war es auch um die Unabhängigkeit von Sudan und Libyen geschehen. In Benghazi, Libyen, wurde eine Rothschild-kontrollierte Notenbank etabliert, während sich das Land noch mitten im Krieg befand. Bezeichnenderweise gelten die oben genannten Staaten nach einem Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush als die Achse des Bösen. Vielleicht können Sie sich unter diesem Gesichtspunkt die Kriege gegen Afghanistan, Irak und Sudan, den Einmarsch nach Libyen sowie die Kriegsvorbereitungen gegen den Iran plausibel erklären. Die Geschichte wiederholt sich. Die gleichen Drahtzieher, oben genannte Familien, welche den Ersten und den Zweiten Weltkrieg einfädelten, haben jetzt bereits durch Kriegsvorbereitungen wieder Vorkehrungen getroffen. Vorkehrungen, damit deren Geldherrschaft über die Notenbanken zu den Privatbanken auch über ihr Leben weiter und unentrinnbar gefestigt wird. Als letzte Bastion des Widerstands soll nun auch Syrien fallen, damit freie Hand gegen den Iran, den Besitzer der weltweit zweitgrößten Erdöl- und Erdgasvorkommen, gewährleistet ist. Wenn überhaupt, dann kann im besten Fall auf dem Weg der Volksaufklärung über diese Zusammenhänge der Beginn des Dritten Weltkriegs vermieden werden. Daher lasst uns erwachen und unser Umfeld über diese Tatsachen informieren. All European imperialism. Der gesamte europäische Imperialismus, einschließlich des heutigen britischen Imperialismus, beruht nicht auf Landmassen. Er beruht auf einer internationalen Organisation zur Kontrolle des Geldes. Dieses Geld wird also von privaten Interessen kontrolliert, von Individuen, die private Interessengruppen bilden, die die Kontrolle über das Geld errichten, ebenso über seine Erzeugung und seine Verwaltung. Und die Nationalstaaten sind dieser internationalen Kontrolle des Geldes unterworfen. Das britische Imperium, das sich aus diesem Prozess entwickelte, ist nichts anderes. Es ist nicht das Imperium des Volks des Vereinigten Königreichs.
ist das Imperium eines internationalen Konsortiums, dessen Kontrolle über das Geld genutzt wird, um die Nationen zu beherrschen. Der einzige Fall, in dem das nicht gelang, war die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Tatsächlich entstanden die Vereinigten Staaten schon ab dem 17. Jahrhundert. Zunächst durch die Kolonisierung Neuenglands, durch die Plymouth Colony und dann die Massachusetts Bay Colony. Das war der Grundstein, der Kern dessen, was später die Vereinigten Staaten wurden. Diese Leute kamen zuerst auf der Mayflower oder in die Massachusetts Bay Colony. Sie kamen aus den verschiedensten Teilen Europas, nicht nur aus dem englischsprachigen, um das Beste der Zivilisation über den Ozean in diese neuen Territorien zu bringen, um neue Völker zu treffen, um eine Zivilisation zu schaffen, die frei wäre von den kolonialistischen und imperialistischen Übeln Europas. Und das begann in Massachusetts, in dieser Form. Das war der Anfang eines anderen, alternativen Finanzsystems, das man ein Kreditsystem nannte, das Mitte des 17. Jahrhunderts in Massachusetts geschaffen wurde durch ein System von Bezugsscheinen. Das wurde später von Benjamin Franklin als Papiergeldsystem bezeichnet und es ist das Charakteristikum der amerikanischen Verfassung. Die Verfassung der USA lässt kein monetäres System zu, insbesondere nicht das System der Federal Reserve, die von Anfang an ein Akt des Verrats gegen die USA war. Sie zerstörte uns als Kreditsystem und machte uns zu Untertanen eines internationalen monetären Systems anstelle eines Kreditsystems. Unsere Verfassung schreibt bis heute vor, und das ist wesentlich für uns hier und heute, das zu berücksichtigen. Unsere Verfassung schreibt vor, dass wir kein monetäres System sind und dass wir keinem monetären System unterworfen sind. Wir sind ein Kreditsystem, wie es unsere Verfassung definiert und wie es die Geschichte definiert, die dieser Verfassung zugrunde liegt. Die einzige Autorisierung, Geld in Umlauf zu setzen, in den Vereinigten Staaten oder jeder anderen respektablen Nation, ist ein Akt des Staates. Und nicht, dass der Staat sich an irgendeinen internationalen privaten monetären Komplex wendet, bei dem er sich dann verschuldet. Die Ausgabe dieser Schulden ist entscheidend. Unsere Schulden beruhen auf unserem Willen und sie sind Schulden bei uns selbst oder durch Verträge mit anderen Ländern, Abkommen zwischen Nationen. Und das ist das Prinzip, das wir anwenden müssen, wenn wir jetzt unsere Zivilisation retten wollen. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo das monetäre System oder das monetaristische System, das auf den internationalen Finanzinteressen beruht, nicht auf Nationalstaaten, internationalen Finanzinteressen, was man auch Freihandel nennt. Was bedeutet Freihandel? Es bedeutet frei von Beaufsichtigung durch Regierungen. Es bedeutet frei von jeder Aufsicht durch Regierungen. Es bedeutet eine Weltregierung privater Finanzinteressen, die als Konsortium monetärer Interessen arbeiten. Und darum ist es immer gegangen. Das war die Frage beim Tod Roosevelts. Am 12. April 1945 arbeiteten die Vereinigten Staaten unter einem Kreditsystem. Bis zum 12. April 1945 war es die amerikanische Politik für die Nachkriegszeit unter Roosevelt, ein weltweites Kreditsystem zu schaffen, kein monetäres System. Die USA wollten mit anderen Nationen durch Verträge ein internationales Kreditsystem schaffen und die Macht, die wir für die militärische Produktion mobilisiert hatten, diese Macht der Vereinigten Staaten nutzen, um Güter zu produzieren, die dann der Motor zur Befreiung der Völker vom Kolonialismus, zur Befreiung von der Unterdrückung sein sollten und Europa auf der Grundlage eines internationalen Kreditsystems neu zu organisieren. Das war die Absicht, die ausdrückliche Absicht von Franklin Roosevelt bei der berühmten Bretton Woods-Konferenz. Er hatte Keynes zurückgewiesen, angegriffen und abgelehnt. Wir wussten, dass das britische imperiale System von Keynes war und dass die Vereinigten Staaten und die Völker der Welt befreit werden mussten, ein für allemal, von den monetären Systemen. Und dass die Macht eines Systems souveräner Nationalstaaten existieren musste, um mit den jeweiligen Kreditsystemen eine partnerschaftliche Kooperation zu schaffen. Das war Roosevelts Absicht. Aber am Tag von Roosevelts Tod und sein Nachfolger, Harry S. Truman,
ohne Mittelnamen, nur ein S-Mann. Truman übernahm die Macht und kroch vor Churchill. Und seitdem haben wir so ziemlich alles falsch gemacht. Es gab natürlich Patrioten, die manchmal zaghafte Schritte machten und versuchten, den Einfluss der Vereinigten Staaten wiederherzustellen, trotz des internationalen monetaristischen Systems. Aber dieses System macht die Vereinigten Staaten und andere Nationen zu Opfern internationaler privater Interessen, nicht Regierungen, und der Herrschaft internationaler privater Bankinteressen über die Idee des Geldes, keine Regierungen. Während unter dem amerikanischen System nur ein souveräner Nationalstaat und eine Partnerschaft zwischen solchen souveränen Nationalstaaten eine solche Macht haben sollte. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984.